damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelton, zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Kanal in der Aufnahme. Ihr seht's hier, es ist wahr. Wir spielen Baldur's Gate 3 im Let's Play. Es ist fantastisch. Ich habe dieses Let's Play schon bei einigen gesehen, habe Trailer gesehen, habe das hat da Ankündigungen gesehen. Ich bin von allem, was ich bisher gesehen habe von diesem Spiel, begeistert. Jetzt habe ich es mir endlich auch mal gegönnt und werde es mit euch im Let's Play spielen und feiern. Ja. Großartig. Ich kann es kaum erwarten. Also ja, sollten wir mal schnell in die Optionen gehen und hier noch ein paar Einstellungen machen. Dann sind wir manchmal bereit, ein neues Spiel zu starten. Im Schwierigkeitsmodus Entdecker, ausgeglichen Taktiker. Zielerisches Erlebnis, die Geschichte ist wichtiger als der Kampf. Ausgeglichen, ausgewogenes Abenteuer voller herausfordernder Entscheidungen. Taktik hart, Kampagne mit Schwerpunkt auf strategischen Kampf. Tja, was wollen wir nehmen? Zielerisches Erlebnis, würde ich sagen, das ist wohl. Ja, ich bin nur beim Videospielen. Deswegen sollten wir, wenn wir dann hier beim Kämpfen scheitern an dem Erlebnis. Ich nehme mal den leichtesten Modus, dann müsst ihr mit mir leben, das seid ihr von mir gewöhnt. Ja, ich will entdecken. Ich will ein schönes Abenteuer erleben und der Kampf ist auch gut, aber soll nicht daran scheitern. Wisst ihr Bescheid. Geschichte ist wichtiger als der Kampf, das ist mein Motto. Auf geht's. Oh no. Tutorials aktivieren, das ist eine gute Idee. Werde ich noch brauchen. Und das ist nur ein Charaktereditor. Okay, Originalcharaktere, Astarion, Laezel, Gel, Schattenherz, Wühl, Karlach, Dunkles Verlangen. Mhm. Jetzt können wir unseren Charakter stellen. Hochelf haben wir hier. Jo, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken vorher gemacht.
Herkunft, genau. Ah, hier haben wir ein schönes Logo. Aussehende Arbeiten können wir gleich mal machen. Volk würde ich mal sagen, nachdem ich mir einige Gedanken darum gemacht habe, würde ich sagen, ist die Halbelf Rolle die am geeignetsten. Hier. Halbelf, die neugierigen und ehrgeizigen und vielseitig begabten Halbelfen sind überall willkommen und tun sich jedoch schwer, da sie keiner Gesellschaft wirklich angehören. Elf haben wir hier. Mit ihrer ätherischen Schönheit und ihrer Langlebigkeit sind Elfen im Einklang mit den Kräften in der Natur und gedeihen im Licht und im Dunkeln. Aber die Tiefling, die von den Teufeln der neuen Höllen abstammenden Tieflinge, stoßen in Faerun auf Misstrauen. Aufgrund ihrer arkanen Fähigkeiten sind sie große Überlebenskünstler. Und den Drow ins Unterreich getrieben, haben die meisten Drow einen rücksichtslosen Pragmatismus entwickelt. Jene, die sich Lolf verschworen haben, schätzen die Dogmen des bösen Göttin, während die Sildrin Drow ihre Versuche zurückweisen, den Anführer des Elfenpantheons zu stürzen. Aber den Mensch, langweiligste Klasse, Menschen in Faerun am häufigsten anzutreffen sind für ihre Zähigkeit, Kreativität und ihre große Anpassungsfähigkeit bekannt. Haben wir den Giffy Yankee, dann war die, die wir schon im Intro gesehen haben, die die wird von dieser Rasse sein, von diesem Volk. Gif-Yanki sind seit ihrer Versklavung durch die Gedankenschinder ziemlich rücksichtslos. Sie fliegen auf roten Drachen über die Astralsee und bringen ihre Silberschwerter und ihre psionischen Kräfte gegen jedes Anzeichen von Ilfi den Gefahr in Anschlag. Die Zwerge. Zwerge sind ebenso langlebig und unnachgiebig wie ihre Steinhäuser. Ja, das sind sie. Sie gehören zu den besten Kriegern, Minenarbeitern und Schmieden Faeruns. Halbelf haben wir gerade schon. Halbling haben wir dann noch als Auswahl. Die kleinen und fähigen Halblinge bevorzugen die Annehmlichkeiten ihres Zuhauses durch doch ihr angeborenes Glück und ihre Geschicklichkeit machen sie zu großen Abenteuern. Und noch eine Gnome. Die kleinen, klugen und agilen Gnome nutzen ihr langes Leben, um Faeruns hellsten Orte und dunklen Tiefen zu ergründen. Drachenblütige haben wir hier noch. Stolzes Volk, das den Clan und eigenes Können über alles andere stellt. Einst von Drachen versklavt, wollen sie unabhängig sein und von niemandem gesehen werden. Nicht mal von den Göttern. Dann haben wir noch den Halborg. Halborgs sind Kreaturen mit intensiven Emotionen. Sie neigen zum Handeln, ehe sie denken. Ob sie nun Zorn zum Kämpfen oder Liebe zu Taten von erstaunlichen Freundlichkeiten treibt. Wenn die Halbelfen nehmen, das Halbelfenvolk. Ich find die Bezeichnung Volk ganz cool. Das ersetzt den Begriff Rasse. Das ist so ein bisschen schon immer. Fand ich aber bisher keine Alternative. Körperbau. Aha. Von der Größe her. Weiblich 1, männlich 1. Weiblich 2, männlich 2. Sind natürlich größer geboten, muskulöser. Aber von der Klasse her, die wir spielen werden, ja, sage ich schon. Aussehen bearbeiten.
Oha, da werden wir jetzt lange drin stecken. Identität. Weiblich, nicht binär an, wa? Männlich. Oha. Du, ich nehme nicht binär. Wenn wir schon die Chance haben. Stimme. Where to next? Ich wusste nicht, dass die hier Stimmen haben. What was that? Let's hope the locals are friendly. Health. Something. Be wary. This place is trapped. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Mm-hmm. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Health. Be wary. This place. It's opened. More of those. Ich glaube, Stimme 4 fühle ich am meisten. What was that? Let's hope the locals. Health. Something just woke up down here. Das fühle ich am meisten für den. Be wary. Charakter. This place is trapped. Gesicht. Aha, von der Seite sieht man es besser. Hier. Ja, etwas. Ich glaube, das finde ich am besten. Hautfarbe. Nehmen wir hier. Für die Elfen könnten wir auch hier sowas hier. Nehmen wir eine relativ blasse Hautfarbe oder was so. Und für den Elf, das wäre schon. Ich meine, blass ist doch schon irgendwie richtig, aber. Die sind natürlich viel in der Natur, da muss schon so ein bisschen eine Bräunung, finde ich schon angemessen. Eine blasse Bräunung wäre vielleicht. So weiß wie Schnee müssen wir nicht sein, das macht keinen Sinn. Als Elf. Jetzt geht die Natur leben. Aber das wäre doch eine. Das ist doch passend. So, Narben. Ein bisschen Kampferfahrung. Dasselbe Gesicht zerstört. Nein, das wollen wir nicht. Das ist die klassische Augennarbe. Guck mal, das eine Auge noch. Weil er noch weiß machen. Ah, das hätte was.
schon Kämpfe ein paar Narben. Was man das erlebt. Rave. Achso, das ist ja das Alter, oha. Da haben wir die Falten im Gesicht. Nee, das macht das mal so. Können wir haben. Unsere der Sommersprossen. Okay. Und meinetwegen. Also ich komme noch ein bisschen näher ran. Heißt am Ende wieder wie in Skyrim, dass man du siehst kränklich aus, was ist mit dir los, sollen wir uns Gedanken machen? Ich glaube, das ist bei jedem Charakter in Skyrim so. Intensität der Sommersprossen. Ja, so ist doch. Sieht da wenig Unterschied. Ach du Scheiße. Genitalien. Ich werde mal jetzt nicht dahin. Okay. Whatever. Kleidung ausblenden werde ich ja nicht anklicken. Als ob das nicht völlig egal ist. Nein, wenn wir schon non-binary spielen, das wäre mal interessant. Ich werde es mir jetzt in der Aufnahme den Teufel tun, da anzugucken. Mir gefällt die Idee hier. Wir wollen jetzt nicht, uns nicht so lange damit beschäftigen, aber mir gefällt hier die Idee. Joa. So, allgemeines Körperschmuck. Ein Tattoo? Ja, aber nicht so offensichtlich im Gesicht. Das Tätowierung wäre schon nicht, halte ich schon nicht für schlecht. Aber nicht so hier das ganze Gesicht, das wäre. Ich wäre eher für was am Arm oder so, wenn es da was gibt. Ist da unten irgendwas? Nur um im Gesicht gäbe es was. Ein paar Runen im Gesicht. Hätten was? Doch ne. Das nicht. Im Hals. Nur so eine Rose. Ja, why not? Könnte ich mich drauf einlassen. Ja, das dann eher nicht. Das Rosentattoo finde ich ganz, das finde ich ganz cool. Nehmen wir. Farbe der Tätowierung. Oh, schwarz passt doch ganz, ist doch. Eine blutige Rot. Gelb. Durch eine Farbe der Haut, dass man es nicht sieht. Hier können wir es noch ein bisschen abschwächen. Ja.
Ja. Kann man machen. Piercing-Stil. Was ist an den Ohren jetzt? Befestigte Sterne, das sind jetzt die Haare im Weg. Mitternachtsstreben. Dumm, dass die Haare da im Weg sind. Oh je. Badenringe. Etwas. Weil wir würden hier kein Barbar spielen. Das Tattoo ist schon wild genug, würde ich sagen. So. Augen. Ah, rechts Auge, linkes Auge, das wäre das. Ja, finde ich, warum nicht? Ich nehme grün. Noch so ein grün-grau, so ein grün-braun hin. Und hier so ein. Alle Augenfarben. Ach du Schande. Das sieht interessant aus. Das linke Auge. Und braun. Interessant ist, zwei verschiedenfarbige Augen. Und der weiß. Die Musik ist immer wieder fantastisch. Weiß würde ich nicht machen, das ist ein bisschen heftig, aber. Also braun, warum nicht? Das macht's interessant, finde ich. Ja, so diesen Brauntönen, dass man es nicht auf den ersten Blick. Ja, doch erkennt man schon auf den ersten Blick, aber. Ja, finde ich großartig. Nehme ich. So, Schminkstil. Ja, gar nichts finde ich auch komisch. Schminkst die 5. Ich glaube, das sieht dann. Sieht gut aus. Eine andere Farbe. Eine Rot. Ja, nehmen wir schwarz. Lippenfarbe. Oh je. Oh je. Oh, schwarze Lippen, das wäre interessant. Und
dann hier auf dem... Nee, 42. Ist doch großartig. Nee. Na komm, nee. So nehmen wir's. So jetzt die Haare. Glatze. Oha. Ja, wäre auch was. Nehmen erstmal die Haarfarbe. Nennt mich langweilig, aber ich bin da vielleicht eher auf dem Bein im Braun. Das Ganze wird es lila. Versuch es erstmal mit dem Braun. Oha. Ich hab's schon ein bisschen gesagt, wir werden hier nicht den Barbar spielen. Ich habe mich für die Bardenklasse entschieden. Die werden wir gleich nehmen. Kurzhaarfrisur oder eine Langhaarfrisur? Das ist jetzt die, hier die Frage. Die hier. Oh je. Jo, das hätte auch was. Ich finde mal so eine mittellange Sache. Oh ja. Eroberer. Sieht jetzt ein bisschen nach hier. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an. Wie ist das? Horizon. Bardische Inspiration. Bardic Inspiration. Ja. Etwas. Ballerina tut. Ein bisschen. Lass mich nichts Falsches sagen, aber so ein bisschen über die Haare, über die Augen hängen. So ein bisschen. Gewisser Stil. Emo hätte ich jetzt gesagt. Oh je, Wildkatze. Na, so sieht's auch aus. Weintränen. Ja, ich weiß nicht. Also das finde ich ein bisschen. Gefällt mir schon, aber. Das Auge hängt ist so ein bisschen. Naja. Obwohl. Zu brav. Zu wild. Porträtmodell. Set auch was.
Ja. Könnte man mit leben. Je mehr ich mir das angucke, desto mehr. Das heißt auch schon badische Inspiration. Man nicht noch was Besseres. Wäre auch mit einer kürzeren Frisur. Feier. Jo, ich finde jetzt auf die Schnelle nicht wirklich eine andere, eine bessere. Es wird natürlich gut überlegt sein. Flussschamane. Also irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie finde ich die am schönsten. Die badische Inspiration. Passt, würde ich sagen. Jetzt haben wir braun, können wir da noch ein Stil, so ein bisschen rot mit reinmischen. Oha, blau gefärbt. Hat auch was. Meine, jetzt Bade können wir auch ein bisschen. Ja, mit rein, das wäre ja. Wer was? Warum nicht? Kriegt halt ein ziemliches. Ja, ich würde sagen, Emo-Touch. Das kann man als Bardier sein. Das können wir so ein bisschen. Ja, die Intensität können wir noch ein bisschen abschwächen hier. Dann werde ich wahrscheinlich auch voll sein. Also, der Emo-Barde. Sorry, wenn das jetzt nicht ganz der Begriff ist, der da. Haben wir hier eine Grauung? Oha, ich bin hier mit Weiß jetzt noch ein bisschen. Nee, machen wir weg. Ja, passt doch. Kann man nehmen. Gesichtsbehaarung. Ja. Wäre jetzt auch so mit Vollbart. Wäre lustig. Vielleicht ein Bart noch dazu. Ja, ist verwirrend. Nee. Und wann hier noch? 10:30 fürs Unterarzt. Halb hoch 11, halb Waldelf. Und wow. Oh Gott, das ändert doch wieder die Hautfarbe. Und ja, wir nehmen halb hoch 11. Ich hätte vielleicht die Charakter Customization nach dem Einstellen hier. Halbelf bringt hier Volksmerkmale, Volksgrund,
Bewegungsrate. Dir steht ein Bewegungsrate von 9 Meter pro Zug zur Verfügung. Du hast Übung mit Waffen. Bei Speeren, Piken, Hellebarden und Geleben. Also Übung mit Rüstung bei leichten Rüstungen und Schilden. Dunkle Sicht. Viel Blut. Ich habe mal Feuerpfeil. Weiter würde ich hier Flinkheit noch haben. Hier wäre tanzende Lichter. So, wir nehmen den Baden. Wie schon gesagt. Und der Bar wäre die Starken, heißen die innere Wildheit willkommen. Scharfe Instinkte und urtümliche Körperlichkeit und vor allem den ungezügelten, unstillbaren Kampfrausch. Bade, du weißt, dass Musik nicht nur Spielerei ist. Sie ist Macht durch Studium und Abenteuer. Bist du Meister des Gesangs, der Ansprache und der Magie darin. Kleriker. Kleriker sind Vertreter der Götter. Die verheeren und sie wirken mächtige Magie. Zum Guten oder zum Bösen. Druide. Druiden kanalisieren die Elementarkräfte der Natur und sind auf ganz besondere Weise mit allen Tieren verbunden. Wenn ein Druide die Tiergestalt gemeistert hat, kann er sich in Tiere aus sämtlichen Gebieten der Reiche verwandeln. Kämpfer. Kämpfer sind Meister der Kampfkunst und beherrschen den Umgang mit Waffen. Niemand sonst uns tragen Rüstung wie eine zweite Haut. Ein Mönch. Du kanalisierst deine kosmische Erleuchtung, indem du flink ausweichst und Gegner mit dem Wirbelwind aus Kampfkunst angriffen und betäubenden Schlägen zerlegst. Paladin. Durch den Eid, mit dem du dich der Gerechtigkeit verschworen hast, bist du ein Leuchtfeuer der Hoffnung in den finsteren Zeiten. Waldläufer. Waldläufer, das wäre für einen Elf auch was. Waldläufer sind unübertroffene Kundschafter, Speer und Fährtenleser, die in tiefer Verbindung mit der Natur stehen, um ihre Lieblingsbeute zu jagen. Schurke. Mit Heimlichkeit, Geschick und hervorragende Reflexen behalten Schurken in fast allen Situationen die Oberhand. Zauberer. Zauberer sind von Natur aus Zaubererwirker, die ihre Magie aus einer Gabe, einem Erbe beziehen. Hexenmeister. Die durch einen Pakt an einen übernatürlichen Schutzpatron gebundenen Hexenmeister erhalten für ihre Treue übernatürliche Fähigkeiten und einzigartige Magie. Magier meistern die arkane Magie, indem sie sich auf einzelne Schulen der Magie spezialisieren und alte Zauber mit modernen Erkenntnissen kombinieren. Ja, wie gesagt, Metz ist der Barde. Den nehmen wir. Ich finde die Kleidung ein bisschen, naja. Nicht so Metz ist. Zaubertricks hätten wir hier. Böser Spot. Bezauberung. Zaubertrick. Beleidige eine Kreatur, sodass sie beim nächsten Angriffswurf im Nachteil ist. Interessant. Klingenbann. Erleide nur den halben Schaden durch Hieb und Stich und Wuchtangriffe. Nochmal Zauber. Heilendes Wort. Heile eine Kreatur, die du sehen kannst. Dissonantes Flüstern. Verängstige eine Kreatur, sie ist dann einfacher zu treffen und kann sich nicht bewegen. Taschas grässlicher Gelächter versetzt eine Kreatur vor Lachen in den Zustand liegend, ohne dass sie aufstehen kann. Heldenmut, lass dich selbst und deine Verbündeten gegen verängstigt immun werden und 5 temporäre Trefferpunkte pro Zug erhalten. Immer noch badische Inspiration. Inspiriere einen Verbündeten, damit er seinen nächsten Angriffswurf, Attributwurf oder Rettungswurf einen Bonus von 1d6 hinzufügen kann. Sehr hilfreich. Zauberplätze. Das Merkmal der Zauberplätze in der Stufe 1 freigeschaltet. Bis 2 Zauberplatz
Zauberplätze des ersten Grades, die bei einer langen Rast hergestellt werden können. Aha. Müssen wir hoffentlich. Müssen wir gleich auswählen. Die Zaubertricks, welche nehmen wir? Ausgewählt haben wir jetzt. Böser Spot und Klingenband, das klang nicht schlecht. Noch Magierhand. Zeuge eine Geisterhand, die mit Objekten interagieren kann. Ja. Sei bei den nächsten Angriffswurf immer im Vorteil. Freunde, du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindliche und bekannte Kreatur im Vorteil. Das finde ich nicht schlecht. Können wir das irgendwie mitnehmen? Böser Spot finde ich auch schon gut. Ansonsten ein Lichter, Licht. Einfache Illusion, das schafft eine Illusion, die Kreaturen in der Nähe zur Untersuchung verleitet. Mhm. Gegner Nachteil und Freunde wäre schon Vorteil bei Charisma würfen, das finde ich schon passend. Ja, Schaden wäre auch besser. Zehn Züge haben wir hier. Ein Zug. Ein bisschen Spott wollen wir den noch ersetzen. Mhm. Bis zur langen Rast. Der Objekt in einer Aura aus Licht. Ja. Einen bösen Spot finde ich, schon ganz cool. Und Freunde. Gefällt mir. Schaden abwehren wäre schon, wäre auch gut, aber. Gefällt mir so. Hier haben wir noch die Auswahl. Heilendes Wut. Und das Flüstern haben wir schon. Tierfreundschaft. Oh, das ist interessant. Bezeuge ein Tier, dich nicht anzugreifen. Wäre ich dabei, würde ich fast mal setzen. Lachen, das würde ich rausnehmen. Wozu dann? Tierfreundschaft. Schlafen wäre noch interessant. Mit Tieren sprechen. Mit Tieren sprechen ist schon eine geile Sache. Donnernde Energie, die alle Kreaturen und Objekte zurückstößt. Lange Schritte. Bis zu drei Kreaturen erhalten einen Malus. Selbstverkleidung, verändere dein äußerliches Merkmal auf magische Art. Mhm, will ich auch. Feenfeuer. Alle Ziele im Licht werden sichtbar und Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil. Federfall. Da finde ich hier mit Tieren sprechen fast besser als mit Tierfreundschaft. Ich werde das kriegen wir mit Charisma hin. Tierfreundschaft nehmen mit rein. Heilendes Wort, ich meine, heilen sollten wir schon können. Bewegungsrate erhöhen hat auch was. Verängstige eine Kreatur, die sich dann einfach zu treffen. Schwierig. Heile eine Kreatur, die du berühren kannst. Und hier haben wir eine Kreatur, die du sehen kannst. Wenn es rot.
Berühren. Wort macht also mehr Sinn bei dem. Sonst flüstern, verängstigen, Kreatur. Heldenmut macht auch keinen Sinn. Magischen Schlaf, das macht auch Sinn. Macht irgendwie. Magischen Schlaf macht Sinn für einen Paten. Einfach einschläfern. Donnerwogen, fesseln eine Welle donnernder Energie, die alle Kreaturen bitte zurückstößt. Feuer. Ja, finde ich schon Fälscher immun hat auch was. Und Donnerwogel ist auch was Geiles. Ich bin mal gebrauchen. Jetzt aber das Tiere reden. Kreatur verängstigen gegen Donnerwogel. Donnerwogel lassen wir mal. 2d8 Schellschaden. Das macht mehr Sinn als so ein. Einfach ordentlich eine Dissonanz rausgehauen. Mit der Klampfe. Ein Huhn. Händes Wort, ein schönes Lied singen. Mit der Tieren sprechen, Feenfeuer. Sein Einschläfern macht schon mehr Sinn als Feenfeuer. Tut mir leid. Das will ich noch mit dazu nehmen. Mit Tieren sprechen, weiß ich nicht. Ist schon eine coole Sache, aber Person bezaubern. Zauber einen Humanin, damit er dich nicht angreift. Du bist aus dem bei Charisma-Würfen im Diagonalen im Vorteil. Ich werde mit Tieren sprechen, das macht halt so, das macht. Das wäre zu geil, aber. Personen bezaubern macht irgendwie. Das macht mehr Sinn. Dann war heilen. Donnerwurg als Angriff. Personen bezaubern, einschläfern. Das macht wirklich für den Baden, glaube ich, am meisten Sinn. Vielleicht können wir es irgendwann noch erlernen. Vielleicht können wir später dann mit Tieren sprechen noch erlernen. 10 Züge, 2 Züge. 2d8 Schallschaden. 1d4 plus 3 heilen. Dann nehmen wir das. So, jetzt wird's interessant. Was nehmen wir als Startinstrument? Laute. Eine Flöte. Ja. Beeinflusst deinen Klang beim Wirken. Das später ein anderes Instrument nehmen. Ich wär fast bei der Flöte, weil später können wir vielleicht noch eine Laute kriegen. Flöte. Am Anfang. Weil Laute ist schon was Geiles. Ich nehme die Flöte, wisst ihr was? Hintergrund. Oh je. Akolyt, du hast dein Leben im Tempel verbracht. Heilige Redner lernst nach, macht kein Scharlatan, Krimineller, Rettungskünstler, Volksheld, du bist der Adeliger, Sonderling, Straßenkind, Soldat, Weiser. Was haben wir hier? Du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst fern zivilisatorische Annehmlichkeiten überleben. Ich kann athletisch überleben. Adeliger macht absolut keinen Sinn, wie ich finde.
Krimineller, Unterhaltungskünstler. Lebst um dein gewöhnliches sowieso sowie hochstehendes Publikum zu beeinflussen und zu umwandern. Unterwandern. Bewahre Kunst und bringe Freude ins Leben von Glücklosen und Niedergedrückten, um deine charismatische Aura zu stärken. Das klingt nach was, was Sinn macht. Straßenkind nach einem armen, trostlosen Kindheit. Weißt du, das Beste aus einem zu machen. Erfahrungen mit der Straße lassen dich von der Reise gewachsen sein. Ja, Unterhaltungskünstler, das passt. Das nehmen wir. Attribute. Oha. Können wir jetzt hier verteilen? Das ist jetzt das Standardbadische. Charisma. Stärke und Charisma können wir nicht anpassen. Stärke können wir nicht anpassen. Charisma können wir ein bisschen runternehmen. Warum sollten wir? Geschicklichkeit plus 1. Beides geht nicht. Charisma nehme ich plus 2. Wir könnten jetzt zum Beispiel von Intelligenz ein bisschen was abziehen. Von Geschicklichkeit jetzt was abziehen und das auf Stärke drauf packen. Von Stärke können wir auch nichts mehr abziehen. Ja, nehmen wir es so. Warum nicht? Dann haben wir unseren Charakter. Ja, damit kann ich leben. So, Charakternamen. Uff. Dann nehmen wir den Namen, den ich schon mal in Pen Paper gespielt habe. Als Elfen. Nieno, ich glaube, so wird so geschrieben. Ich könnte jetzt auch einfach nichts Zwergi eingeben oder Zwergius oder was da. Nieno, die habe ich schon, das den Namen halt schon gespielt. Können wir hier. Zwar war das eher eine Diebin oder Schurken, aber es ist ja. Hey, ist halt genauso. Können wir so machen, würde ich sagen. Jeno. Haben wir schon gespielt. Joa. Irgendwelche letzten Änderungen. Joa, sonst würde ich sagen, passt. Können wir machen. Ach du Schande. Ein Wächter. Oh, lass uns mal einen Zwerg nehmen. Also, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Wächterzwerg, das finde ich großartig. Das wäre eine Elf mit einem Zwerg. Welche Rolle der am Abenteuer spielt, habe ich auch noch nicht kapiert, aber. Und ich eine weibliche Zwergin. Halbling. Nehm Zwerg. Gesichtsbehaarung, ganz wichtig. Frauenzwerge haben auch Bärte. Definitiv. So ein hier. Spitze Antwort. Aber das sieht doch gut aus. Haarfarbe. Oder was Rötliches nehmen.
Ich sagte rötlich. Diese Augen. Ja. Rot-braun, ja, das wäre doch was. Ein Grau können wir hier nur ein bisschen. So, ha, was nehmen wir hier? Das war schon ganz, oha. Der Grund gleich wieder rausnehmen. Ja, das wäre doch was. Das muss ein Adliger sein. Mit der Flur. Ach du Scheiße. Jetzt mal aufhören so zu gucken. Bitchy. Oh dear. Ich bin Streamerin. Mach TikTok-Videos. Jetzt mache ich ja OnlyFans. Oh. Oha. Ach du Scheiße. Oh ja, warum nicht? Wenn so Dreads passt, das passt hier zum Zwergenkampf, da passt das sehr gut. Abonniert meinen OnlyFans-Account. Ja, da bin ich ein Freund von. Ein Kaum. Große Güte. Nehmen das mal. Jetzt ein paar Strähnen hier. Etwas. Weiße Strähnen. Orange so ein bisschen. Finde ich gut. Schminkstil. Oh ja. Ist ein bisschen goldglänzend. Metallische Töne macht natürlich Sinn. Ein Zwerg macht halt metallisch und glänzend schon irgendwie. Verdammt Sinn.
so einen metallischen Lippenstift drauf hat. Macht Sinn. Augen, ja. Dunkelbraun. Oha, Körperschmuck. Kiesbemalung. Weiß ich nicht, was der Wächter für eine Rolle spielen wird. Den wird jetzt mal gestalten. Ja, ich weiß nicht, was da passt. Wir sind ein bisschen so eine Rune. Ah nee, das war nichts. Piercings. Gemeines Gesicht. Und für Zwerg kann schon Zwerg haben ein bisschen gröberes Gesicht. Ja, die Haut von passt schon fast. Da wird jetzt kein blasses Geht und was das Weiß draus machen. Ja, so. Narben. Ist natürlich toll, dass der Barbar jetzt irgendwie Narben hat. Dass mein Bart jetzt Narben hat, aber gut. Hat halt gekämpft. Er hat keine Narben, er hat's geschafft. Er wurde noch nicht besiegt. So ein bisschen Reife ins Gesicht kann schon. Darf bei dir schon. Oh Gott, nein. Begrüßzwerge, Schildzwerge, Durin, Durigar. Ach Scheiße, das verändert doch wieder alles. Sie sind für ihre Zuversicht und ihre Schafsgespür bekannt. In ihrem tiefen Reich stehen die Familien ihrer Bräuche und hohe Handwerkskunst über alles. Große Verluste in Kriegern gegen Goblins und Orks haben die so zynisch werden lassen, doch sie würden alles erdulden, um ihre angesammelte Heimat in deinem Zug zu gewinnen. Und aber Hintergrund Goldzwerge. Interesse Barbar, wenn wir was wählen, oder? Wahrscheinlich nicht. Na, dann machen wir es so.